wie du hingebracht wirst, ist dir überlassen. Da habe ich auch ein paar Bilder gestellt. Ihr müsst nicht unbedingt mit den kleinen Little Birds dahin fliegen. Und rüberfahren und die Ziele mit dem Striker markieren da. Der hat das Laservisier dran. Und die Alphas sind dazu da, um dich zu schützen, da du aber sehr wenig Alphas hast. Und ich mich auch noch breitlagen. Hör doch mal auf zu lachen hier. Du kannst gleich gehen hier. Wer lacht, der geht. Tesel. Ja. Hast du jetzt die Markierung? Kodiak, du solltest dir mal angewöhnen, eine Taste reinzumachen, wo du das Mikro muten kannst. Tesel, hör auf, ich bist mich gleich. Ja, also ich Mikro, du. Schreib euch gerne nochmal eure Rufnamen hin. Wenn es dafür sorgt, dass du still bist, lass laufen. Also Tesel weiß ja seinen Rufnamen, ne? Tesel? Ja. So, ich informiere mich kurz in meinem Notizbuch namens Internet. Die Noten, heißen ja ne, Eagle 1 bis 4, also Eagle 1 bis 4. Jo, das weiß ich noch. Ja, noch von dem Platoon Commander. Wir sind jetzt unterwegs mit Konvoi. So, Konvoi, hier ist mal halt Umgebung durchsuchen nach Feinden, wenn möglich erste Ziele identifizieren. Okay, wir steigen auch kurz aus. Leon, du kannst raus. Ja. Hier reden wir an alle Gruppen haben, jetzt sind die wieder erreicht. Durchsuchen das Gebiet nach Ziel und weg. Ja. Vielleicht gehst du zum Mila hoch. Da hast du dieses bessere Sicht, du bist ja der Aufklärer. Wo ist der? Der ist Richtung Westen hoch, oder? Westen. Okay, Famous, kannst mitkommen. Mila? Jo, hab dich. Also Therese, von hier hättest du glaube ich schon mal eine gute Übersicht. Oder hast du eine bessere Stelle noch gesehen? Nee. Da waren wir links an dem Bunker. Da hast also du alles gesehen. Naja, okay, du kannst natürlich den Bunker nehmen aber oder du gehst nach rechts. Da war mein stark in der Beschuss. Ja. Therese, was ist das für ein Gewehr hast du? M110. Mittlere Strecke. Wer war denn, der Pferde, der Pferde, der Messerbagger? Wir beide. Neun Infanteristen rechts am Hafen. Also am Hafen, Feindgruppe, 10 Mann. Im mittleren Gebiet hinterm Hafen auf dem Haus 2 Typen. Ziemlich dicht dran, ich würde sagen, ich ziehe mich geradeaus zu uns jetzt in meine Blickrichtung. Winkel kann ich jetzt gerade nicht durchgeben. Dann so bei 305 Grad sind auch nochmal so 4
Auf der Straße. Siehst du da, wo die Raketen abgeschossen werden? Oder steht auf dem Fahrzeug, wie ich gerade sehe, fahrendes. Der hinterher auch. Links ist ein größeres Gebäude, da stehen, glaube ich, zwei in der Hocke. Sieht nur den Kopf zu sehen. Genau hinter der Explosion, die gerade eben waren. Und Flakfeuer, nee, das ist Flaks. Ja, die Flaks auf dem weißen Gebäude. Ja. Dahinter fährt gerade ein Fahrzeug. Ein genau. SUV. Die markierst du dir auch mal. Also am besten. Und eine LKW mit. LKW, sag ich schon, Jeep mit MG hinten drauf. Aber der leckt durch die Kante, ey. Ja, mal gucken, welcher Winkel ist das? Gucken wir auf 290. Da steht, glaube ich, ein MG-Typ. Ziemlich dicht, 200 Meter ungefähr. Da bei dem Scheinwerfer. Ja, genau, rechts daneben. Jawohl. Den markierst du dir auch mal gleich. Scheinwerfer kannst du dann entsprechend im späteren Zeitraum auch alle eliminieren. Auf dem anderen Haus ist auch noch ein Scheinwerfer und drunter ist ein Bunker, da dürfte auch einer drin sitzen. Gut. Dann auf der Brücke, dahinter ist nochmal ein großer Bunker, da sind dann auch nochmal zwei MG-Schützen drin. Und rechts von der Brücke ist auch nochmal ein kleiner Bunker. Na ja, gut, merkt ihr das alles? Wichtig, also ich würde sagen, da könnte man was reinhauen, was Bombe betrifft. Bevor ich da anfange zu schießen, weil gegen, ja, 2, 4, 5 MG-Soldaten komme ich nicht an. Also das Hauptziel ist erstmal für dich die Flak, dass sie unsere Flieger nicht beschießen. Jo, das sind die zwei auf dem Hausdach, links. Und da habe ich irgendwo noch einen noch wo auf dem Dach gesehen. Genau da Richtung Kran. Ja, genau. Da hinten sind nochmal zwei. Gut. Ansonsten sehe ich jetzt keine Flak mehr. Okay. Außer die Artillerie da hinten, aber das ist ja wieder was anderes. Willst du wirklich hier bleiben oder willst du rechts rüber? Rechts wäre höher. Was meinst du mit rechts genau? Meinst du Richtung Osten? Ja, Nordosten. Ja, die Grad. So 60 Grad. Nee, ich glaube, da bin ich hier näher dran. Na, ich meine, der Stein, der steht ziemlich gut da. Du hast einen tiefen Winkel, du hast einen guten Schusswinkel und kannst dich unter Beschuss hinter dem Stein verstecken. Meinst du den das jetzt da Frage. Auf 20 da drüben? Nee, also wenn du genau bei mir stehst, 35. Ich weiß nicht, wie es voll von da hinten jetzt aussehen wird, aber. Da oben ist ja eh ein Bunker. Da kann ich auch gleich in den Bunker gehen. No. Ja, dann gehe ich in den Bunker. Ich empfehlen. Gut. Okay, dann gehe ich schon mal drüber. Gut. Famous. Bei Fuß. So, Alpha Teams, beide. Mal hier auf den Hügel hochfahren. Mila, ist nur in einem haben die eine Javelin drin. Der Bunker steht ja schon ein bisschen länger. Der Bunker steht ja schon ein bisschen länger, hier wächst schon alles rein. Jo. Soll ich unten bleiben? Nee, kannst du hochkommen. Ist jetzt genau die beknackte Pflanze davor oder was? Komm doch hier rechts, dann kannst du dich hinlegen. Ja, ich wollte mich eigentlich hier hinlehnen. Ein Deckung meinst du? Ja, okay, da sehe ich jetzt doch hin. Okay, du kannst mir dann schon mal die Entfernung geben. Auf 295 Grad, das ist ein weißes Gebäude mit drei Stockwerken. Da hätte ich gerne die Entfernung von dem da oben. Okay, sehe ich hier gerade nicht. Moment. Da haben wir eine Position.
295, hast du gesagt? Ja, das ist so ein großes dreistöckiges weißes Gebäude. Das mit den drei Fensterreihen? Ja, da wo zwei MG-Schützen oben drauf stehen. Wobei ich nur den einen sehe. Dazu muss ich den Laser einschalten, oder? Ja. oder 50? 815. Okay. Ich muss doch die untere Zahl nehmen, nicht die, die links steht, oder? Die untere, ja. Ja, 815. Ja, ist bloß nicht ganz verstanden halt, ob 15, 50, gut. Mila, wie sieht's aus mit Feuerfreigabe? Jo, wir sind da, haben uns eingenistet. Ich hätte jetzt aber nur noch kurz 2 Minuten, wo ich schießen kann, weil ich sonst kurz auf K muss. Famous, ich bin wieder da. Ja, BB. Wie sieht's aus? Eagle 2, Eagle 1 in Bereitschaftsraum zurückkehren und ja, Eagle 3, Sie haben Erlaubnis, Bereitschaftsraum zu verlassen. Verlasse Bereitschaftsraum und gehe auf Angriff. So, ich bin wieder da, ich könnte auf Flak schießen. Tessel, Feuerfreigabe auf Flak. Straße wird gleich beschossen nach Hydroschuss, am besten koordinieren damit. Okay, sobald ich was höre, drücke ich ab. Overnaut. Eagle 1, Stadt Eagle 2 kommen. Eagle 1 hört. Fragestandort. Westlich der Markierung des Bereitschaftsraums. 2-2, Geschwindigkeit 350, Kurs Westen, dreh jetzt nach Süden ab. Der hatte sich ins Visier zu nehmen mit dem Laser. Verstanden, in Blick. Ich sollte jetzt gleich auf deiner 2 erscheinen. Die hintere Flak. So, verstanden, Information einkehren. Ja, diese Emotionsmündung Feuer der Flak, die wir immer im Hintergrund sehen. Mit der Richtungsangabe. Von meiner Position 300 Meter. Ich sehe dich, rechts neben mir. Wechsel auf kleines Funkgerät. Bitte nochmal wiederholen, ich hab nichts gehört. 290 sind immer große Explosionsschüsse. 290, ich glaube, er meint die Artilleriestellung in den Ruinen oben. Hat was getroffen? Wette nachsuchen. Obwohl 290. Beschuss nicht vollkommen gewirkt. Infanterie steht immer noch da. Ja, 290 ist wahrscheinlich von ihm aus. Das ist für dich dann wahrscheinlich die Ruine. Da, wo die Artillerie losfeuert. Mit Gatling-Beschuss, wenn möglich. Du meinst die Kirche? Ich lege gleich nochmal an. Hier mit Gauran rein. Kurze Frage: Nachdem die eh schon schießen darf. Ah, egal, hat sie erledigt. Ja, Feuer rein, Feuer rein. Super, 10 Feuer wieder neutralisiert, Feuer frei. Eagle 1 und Eagle 2 kommen. Eagle 1 wird. Komm. Überfliege Flugzeugträger. Eine ausgeschaltet. Diese komische lila Markierung. Im Wasser. Verstanden, so aufzustischen. Hat sich der zweite auf dem Dach hingelegt, hast du das gesehen? Ich sehe gerade momentan gar nichts, meine Grafikkarte spackt wieder mal rum. Ah, okay, du kennst das Flash, oder? Naja, aber nach 5 Minuten habe ich den gleichen Fehler wieder. Okay.
normale Höhe? Höhe 2,5. Verstanden, ich kann das bestätigen hinter dir. An dem A10-Piloten oder was auch immer der gerade geschossen hat, habt ihr gerade noch Friendly Fire gemacht mit auf Humvees oder standen die da schon vor auf der Brücke? Humvees standen schon, aber hier an Rainbow, an Eagle, Beschussrichtung war nicht korrekt. Ihr habt uns fast selbst beschossen. Das ist das, was ich auf der Karte markiert gekriegt habe. Ich wiederhole nochmal, Anflugswinkel Nord-Nord-Ost. Entspricht der Linie der zwei Gebäuden. Ja, meine Gleichheit ist komplett. Aber Anflug jetzt mal abbrechen und auf Bereitschaft gehen. Verstanden. Kehre zurück zum... Oh, der hat jetzt gerade Schweine. Sag mal. Geschwindigkeit 3,50. Wenn du in meiner Nähe bist, sag Bescheid, dann wechseln wir auf kleine Funkgerät. Berliner? Rainbow 2 hört. Berliner, du kannst jetzt aufsteigen und zu mir kommen. Verstanden. Sag mal, will der nicht rausfallen aus dem Scheißding? Jo, die zwei oben auf dem dreistöckigen Haus, die sind weg. Das heißt, die noch in weiter Entfernung schießen, sind außerhalb der Reichweite. Erstens das und ansonsten sehe ich eigentlich nur noch Artillerie. Okay. Wenn du Panzerziele oder Ziele mit Raketen dementsprechend dann durchgeben und dann mit dem Laser markieren, ich fordere einen Luftangriff an. So verstanden. Famous? Ich müsste mal komplett neu starten, weil, naja. Alles klar, hau rein. Ich lasse meine Ausrüstung hier. Ja, aber leg sie unten hin lieber. Naja, wollte ich. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Ja, den habe ich schon versucht. Ich krieg den da irgendwie nicht raus aus dem Ding. Ich versuch's nochmal. Verstanden. Entfernung kannst du nicht, meinst du nicht? Ja, das sind so ungefähr 400 Meter, passt schon. Ich kann in den reinschießen, was ich will, der fällt einfach nicht raus. Verstanden. 400 hast du ungefähr gesagt. Von mir aus ja.
Ich habe gerade zwei aus dem großen Bunker vom MG weggeschossen. Links der Brücke rennt einer runter zum Wasser. Rainbow hier, Eagle 1, ich höre. Höre Rainbow, dringender Beschuss Richtung Brücke genau, Bunker genau hinter der Brücke beschießen. Mit MG, Hydra, wenn möglich auch mit Bombe. Sämtliche genannten Waffen haben wir zur Verfügung. Welche werden benötigt? Kommen. Erstmal bitte mit Hydra. Bunker, am besten die Brücke bis zum Berg beschießen mit Hydra. Wenn ich das Gelände in Erinnerung habe, ist das die Brücke nach Richtung Westen, ne? Bestätige. Korrekt wäre es genau West, West, Nord. So, verstanden. Eagle 3 hier, Eagle 1 kommen. Eagle 3, hier Eagle 1 kommen. Eagle 3 hört. Anflug im Bereitschaftsraum abbrechen, zurück ins Einsatzgebiet und in Kommunikation mit Rainbow treten. Die brauchen ungelenkten Beschuss auf der Brücke Richtung Westen. Die haben dort irgendwelche Bunkersachen. Kommen. Habe so verstanden und fliege dorthin. Alles klar, Funkkontakt aufnehmen, eigenständiger Angriff. Eagle 1, Ende. Ich könnte auch Lasermarkierung bieten, ne? Eagle 3 an Rainbow. Bitte komm. Rainbow hat verstanden. Wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, vom Anfang der, also von Ende der Brücke von euch aus gesehen bis zum Hügel eindecken mit Hydra. Der Anschlusswinkel aus Nordwest-West, Beschuss aus dem letzten Drittel bis zum Berganfang. Bunker sollte eigentlich zu erkennen sein beim Anflug. Verstanden. Unterstütze mit Waffenlaser, dass